Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma 2. Wir sind endlich wieder zu Hause, in Anführungszeichen, angekommen. Unser wirkliches Zuhause kann man das ja, ups, jetzt auch noch nicht nennen, aber unser aktuelles Zuhause. Und werden gleich mal die Quest abgeben, aber vorher will ich nochmal schauen, dass ich irgendwie in dieses At Haus last, reinkomme. the moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Ja, nimm mal alles mit, was du mitnehmen willst. Hier kommen wir nicht rein. Kommen wir hier irgendwo in das Haus rein? Oh, warte mal, hier liegt ein bisschen Gold. Okay. Gibt es hier noch mehr? Nö. Oha, das sind Büffel. Wie cool ist das denn? Ooh, I can't wait to find out what's inside. Ja, ich auch nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie wir da reinkommen, allerdings. Diesmal kommen wir Now nicht there's durchs a Dach rein. worthy prize. If only it weren't so far away. Türen kann man nicht kaputt machen. Kann man die irgendwie anders kaputt machen? Spalter. Ja, es bringt alles nichts. Oh. Wie kommen wir da rein? Ingredients are plentiful hereabouts. I'd say we collect as much as we can carry. Kann man irgendwie Türen knacken in diesem Spiel? Wenn ja, weiß ich nicht wie. Gibt es sowas wie ein Dietrich? Gibt es irgendwie eine Geheimtür? Wie kann man Türen öffnen, die verschlossen sind? Wir haben auch keine Fähigkeit bisher dafür bekommen. If we're to Ich will. destroy this, it will have to be from the other side. Ja. Forgive me if I do not jump for joy. Das ist mir schon klar. Ich weiß noch nicht wie. Ich habe ja auch nichts zum Schießen. Man könnte natürlich hier durchschießen und das Ding dahinter kaputt machen. Aber ich bin ja kein Bogenschütze, der hier mal so entspannt durchschießen kann. Ich will mal kurz zu den Wasserbüffeln hier runter gucken. Ihr macht mal halt. Da muss ich unbedingt einen kleinen Screenshot von machen. I've got a good view of the landscape from up here. Mayhap I'll spot something of interest. Gut, muss auch reichen jetzt. Wir gehen weiter. Ja, wir schauen mal, wir merken uns mal die Hütte hier. Vielleicht können wir ja als Bogenschütze nochmal wiederkommen und dieses Ding kaputt schießen. Würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren wollen. Wir werden gleich mal unsere Laufbahn wechseln. Und das machen. Kann man sich eigentlich hier Questmarker setzen? Wegpunkt setzen, Standort, Suche. Was ist denn Suche? Oh, man kann hier Waffen suchen. Leichenhalle. Oh, okay, alles klar. Das müsste ja hier das Haus gewesen sein. Kann mir nur einen Wegpunkt setzen. Machen wir mal Wegpunkt 1. So, damit wir das nicht vergessen. Ich weiß nicht, wann wir jetzt hier genau hin zurückkommen. Oh, hier gibt es sogar Hühner. Okay. Interessant, interessant. So, rein jetzt hier. Quest abgeben. Der Kollege steht doch bestimmt hier an der Ecke wieder. Hier sind wir doch auch rausgefahren. One hopes these carts. Ah, you return. How did you fare on the journey to Melv? Ganz gut soweit eigentlich. Ich habe den Brief übergeben. Splendid. You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound. And from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. Danke. Ox carts seem a convenient choice for longer journeys. I see no harm in making use of them as needed, Master.
I knew it to be so. Sehr schön. Ordentlich Geld, ordentlich Krams. Genau. Moment, wir gehen jetzt da rein. Wer ist denn Halt? Ach, Yamato. Was willst du denn, Yamato? Yamato muss sich mal ein bisschen entspannen. Den Bettler beobachten könnten wir natürlich auch. Machen wir aber später. So, lass uns erstmal hier hochgehen zur Waffengilde, beziehungsweise zur Laufbahngilde. Ich möchte mal gerne wechseln. So, warte mal, hier. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Such haben wir die Jungs erstmal übergeben. Hier, zwei Stück. Discussed perchance. Was sagt er? Achso, ich besitze keine. Nein. Fertigkeiten der Haufen. Oh, wir wollen uns auch unbedingt unsere Fertigkeit angucken. Hier, wo ist ein... Aha, Klingen der Einäscherung, da ist es doch. Führt die Dolche zusammen, um sie zu entzünden und sie in einem flammendes Inferno zu hüllen, sodass es heiß ist, dass der Anwender unweigerlich verbrannt wird. Uha. Das so heißt, dass der Anwender unweigerlich verbrannt wird. Das ist so ein Ding, wo wir uns selbst Schaden zufügen, ne? Ob ich das jetzt unbedingt brauche, weiß ich nicht. Laufbahn wechseln. Bogenschütze, Krieger, Erzmagier. Wir gehen auch mal auf Bogenschütze. Ja, Ausrüstungsmenü, okay. Perfekt. Fähigkeiten erhalten, ausrüsten. Wir schauen mal. Wir haben ja nur die Dinger hier. Genugtuung und Haltung. Okay, das rüsten wir auch alles mal aus. So, wir gehen jetzt mal zurück. Always a pleasure. Und gucken, ob wir das irgendwie aufgeschossen bekommen. Aber ich will noch mal ganz kurz ins Gasthaus meine ganzen Sachen wegbringen. Damit wir die hier nicht alle rumschleppen brauchen. Wir sind eh völlig überbeladen. So, einmal hier rein, bitte. Lager verwalten, einlagern. So, was lagern wir alles ein? Ich würde sagen, das ganze Kram auf jeden Fall. Wir haben hier irgendwelche Bücher, Herr der Blitze. Die lagern wir auch erstmal alle ein. Die ganzen Ressourcen lagern wir alle ein. Das auch. Goldzahn. Ja, kann auch zur Verbesserung. Wir können ja mal Heilmittel, Utensilien, Materialien, Wertvolles. Waffen, Kopfschutz, Körperschutz, Beinschutz. Gibt es sowas wie Trash? Ne, es gibt gar nichts, was man nicht verwenden kann scheinbar. Also Sachen, die nur zum Verkaufen da sind. Reifer Apfel, Weintrauben, Bässchenfleisch. Trockenobst, ja, auch erstmal alles weg. Herstellung von Pfeilen dienen, ja, komm, auch weg. So. Lampenöl hätten wir vielleicht aufheben sollen. Wunderelixier. Das. Okay. Ja, gut. Jupp, in der Tat. Wir sind eigentlich meine Leute schon wieder.
habe ich irgendwo stehen lassen. So, wir gehen jetzt hier wieder raus. Ich habe mich eben schon gewundert, warum ich nicht auf die Sachen zugreifen konnte. Ich will jetzt das mal ausprobieren, ob ich da mit einem Pfeil draufschießen kann. Und ob wir dann quasi da reinkommen. Oh, schade, dass wir im Außenbereich nicht auch unendlich Ausdauer haben. Das würde es viel, viel angenehmer machen. In der Stadt hat man ja zum Glück keinen Ausdauerverbrauch. So. Gut, warte mal, wir müssen jetzt die Tür von der anderen Seite mal anvisieren. Wie war denn das überhaupt nochmal? Ruhiger Schuss. Ah ja, hier. Gott, ich kann da aber nicht reinschießen. Wir brauchen eine erhöhte Position. Kommen wir hier irgendwie so hoch, dass wir reinschießen können? Ich glaube nicht. Verflucht. Moment, Moment, Moment. Haben wir hier noch irgendwo ein Fenster? Ne, wir haben hier kein Fenster. Verfluchte Scheiße. Wollen wir die aufsammeln wieder? Nö. Wir können das nicht treffen. Also zumindest nicht den Balken da. Oh shit. Hat auch nichts gebracht. Oh. Nö. Dann weiß ich tatsächlich nicht, wie wir das aufmachen sollen. Entschuldigung. Hab ja gar nichts gemacht. Ist ja alles bestens. Will euch auch gar nicht hier weiter stören. So, das nehmen wir mit. Na gut, dann müssen wir uns eine andere Möglichkeit überlegen, Türen zu öffnen. Mit einem Bogen von hinten. Zumindest bei dieser Tür geht's nicht, weil wir das gar nicht anvisieren können. Naja, gut. Wo? Thorough perusal might reveal aught of interest. Was ist denn hier los? Was steht denn hier? Im Falle als... Ach, das kennen wir doch schon. Was ein bisschen nervig allerdings tatsächlich ist, ist, dass Sachen markiert wurden, die man sich schon durchgelesen hat. Wegpunkt. Kann ich den mal bitte alle entfernen? Danke. So. Lass uns mal kurz in die Aufträge reingucken. Dias Plan. Eingesperrte Magistrat, die Geschichte eines Bettlers, Monsterjagd. Was wollen wir denn als nächstes machen? Wollen wir den Bettler mal observieren? Lass uns mal den Bettler observieren. Wir schauen mal, was mit dem Bettler abgeht. Habe ich gerade Bock drauf, spontan. Der stand auch irgendwo da hinten rum. Ist er jetzt nicht mehr da? Oder ist er noch nicht gespawnt, weil er so weit weg ist? Nee, er ist gerade nicht da. Verflucht. Eben war er noch da. Ach doch, da ist er doch. Okay, lass uns den Bettler mal beobachten. Ganz unauffällig. Der muss ja irgendwo hingehen, wenn er dann mal fertig mit seiner Geschichte ist. So, bisher verhält sich der Bettler relativ unauffällig. Ich habe nochmal meine Laufbahn wieder zurückgewechselt. Und wir beobachten ihn einfach weiter. Irgendwann muss er schon irgendwas tun. Der Typ bewegt sich einfach nicht. Er ist am Geschichten erzählen und am Geschichten erzählen. Aber wir lassen ihn nicht aus den Augen. Mir wurde mal gesagt, man soll dem Spiel nicht zu wenig zutrauen. Deswegen werde ich jetzt hier einfach stehen und ihn beobachten, bis irgendwas passiert.
Vielleicht müssen wir ihn auch nachts beobachten. Kann natürlich auch gut sein. Weil er ist doch bestimmt in illegale Geschäfte verwickelt. Oh, der Bettler hat sich bewegt. Er ist aufgebrochen. Wir tun ganz unauffällig so, als ob wir nur ganz zufällig auch in die gleiche Richtung wie er gehen. So, wo geht er hin? Geht da unten irgendwo rein. Okay, lass uns mal ein bisschen näher rangehen. Ich hoffe, der bemerkt uns nicht, wenn wir zu dicht rangehen. Hier um die Ecke sneaken. Dürfen wir noch nicht verpassen, wo er lang geht. Rechts oder links? Okay, er geht links. Gehen ganz entspannt hinterher. Bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Okay, da ist er. Dann geht er rechts. So. Okay. Wo geht er jetzt hin? Oh, ich habe mich selbst an der Tür verletzt. Das bürgerliche Viertel. Oh, lass mich raten. Er ist gar kein Bettler. Er ist ein Betrüger. Warum sollte er sonst in das bürgerliche Viertel gehen? Wohnen hier nicht eher bessere gestellte Leute? Oder wie ist das zu bewerten? Ist da unten nicht... Okay. Armenviertel, okay, okay. Das passt natürlich besser wieder. Dann nehme ich alles zurück. Er ist vielleicht kein Betrüger. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Mir, wir müssen unauffällig sein, Jungs und Mädels. Ich bin echt gespannt, was mit ihm ist. Wo will er hin? Arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. There are useful ingredients to be gathered here, ja, aber nicht jetzt. Wir sind auf einer Observation, Mädels. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Nicht so viel quatschen, mehr unauffällige Dinge tun. Wie zum Beispiel Strandspaziergänge machen. Hier unten. Guten Tag, Sir. Ach, ist aber ganz nett hier im Dörflein. Sir, guten Tag. Oh Gott. War nicht der Plan, ich wollte da nicht nur grüßen. Okay, sind das hier seine Bettlerfreunde? Warum fängt er auf einmal an zu rennen? And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. Was ist das für ein fetter Typ da hinten? Er hat ja Muskeln aus Stahl. Das Tier da hinter der Bar. Er lautet nichts als Ärger. Walters Taverne. Wo will Yamato eigentlich hin? A treasure chest. Na klar. I can hardly wait to open it. Ja, dann mach einfach. Was auch sonst. Wir sind ja nur auf einer Observation. Lauf ruhig hinter den Tresen und beklau den Wirt. Ganz unauffällig. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Danke, Yamato. Ich danke dich. Ich danke dich vor allen Dingen. Okay, wir beobachten weiter ganz unauffällig. Können wir uns hier einfach mal an den Tisch ranstellen? Wir stellen uns mal hier hin. Oh. Upsala. Habe ich gerade das kaputt gemacht und bin fast drin jetzt? War ich nicht. Wir haben ihn im Auge. Ja, wisch du mal Staub mit deinen riesigen Muskelbergen. Dafür warst du bestimmt trainieren. Danke, Freya. Nett von dir. Auf dich ist Verlass. Und wie lange steht er jetzt an der Bar rum? Auch wieder 8 Jahre? Da hängt ein paar Vierfetzen, den schauen wir uns mal genauer an. Dreckige Biestlinge haben keinen Platz in unserer Stadt. Sie gehören in die Wildnis, zusammen mit Monstern und minderen Bestien. Okay, ach, da geht's um die Katzenwesen, ne?
Mayhap I'll spot something of interest. Mal ganz kurz reingehen. Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Oh, was, wir haben irgendwas getriggert. Freu dich, mein Schatz, dein Albert ist zurück. Welcome home, dear. Oh. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. If there is a more fortunate fool in the city, I have yet to meet him. Dem würde ich wohl eventuell zustimmen. Oh, you bold-faced flatterer. Interested in my wares? Okay, das war schon mal scheinbar richtig. Wir haben irgendwas getriggert. Können wir uns mal mit an den Tresen stellen? Perfekt. Ganz unauffällig beobachten wir ihn jetzt. Direkt, exklusiv von hinter der Bar. Na gut, wir gehen mal wieder weiter weg. Ich habe ein bisschen Angst. Können wir vielleicht mit ihr reden? Oh, well met, sir. Grüßen Sie sich, Mrs. Katzenwesen. Okay, naja, wir schauen mal. Wir beobachten ihn weiter. Es wird langsam auch dunkel, also vielleicht verändert sich gleich was. So, es geht weiter. Oh Gott, er ist links unterwegs. Hinterher. Nicht allzu auffällig. Aber Schritt halten. Wir machen auch mal das Licht an. Das ist sonst zu unauffällig, zu auffällig, wenn wir der Einzige ohne Lampe sind. So, wo will er hin? Er hat von seiner Hilde gesprochen, die ihm die Ohren über das Feld zieht, aber die stand doch daneben ihm, oder nicht? Gott! Ich ihn aus den Augen verlieren. Oh oh. Oh oh. Okay, da hinten. Okay, er geht da rein. Right, door's locked. That should do it. Oh. Die Tür ist verschlossen, das reicht. Sagst du so einfach. Shit. Kommen wir hier rein? Kommen wir da rüber? Irgendwie? Nee, verflucht. Er hat sich eingeschlossen. Okay, warte mal. Kommen wir irgendwie da hoch? Okay. Oh Gott. Okay. Ich habe einen neuen Plan. Ja, perfekt, genau so. Und jetzt auf den Balkon. Hier bleibt mal alle stehen. Ja, bleibt ihr mal stehen. So, rein hier. Können wir hier rein? Der ist auch zu. Ach, leck mich doch. Okay, wir kommen da nicht rein. Apologies, Master. My mind was a thousand leagues away. Huh. Shit. Wenn wir jetzt hier einfach vor der Tür stehen bleiben, bis er wieder rauskommt? Oh, die Quest wird eine wahre Geduldsprobe, habe ich so das Gefühl. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass man Türen knacken könnte, ne? Dann könnten wir das hier einfach knacken und reingehen, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ja, das bringt uns überhaupt nichts hier. Warten wir jetzt bis zum Morgengrauen? Ich glaube, wir warten jetzt nochmal weiter, bis der Tag wieder anbricht. Was sollen wir sonst machen? Ich hol mir einen Tee, chill mich hier hin und wir beobachten das Ganze unauffällig. In dem einfach vier Leute vor seiner Haustür stehen. Ganz unauffällig. Lalala, wir stehen hier alle so in der Gruppe, unterhalten uns. Ach, du bist so lieb, Yamato. Ich danke dir. Naja, so. Ich behalte das jetzt hier weiter im Auge. Wir hören und sehen uns gleich wieder. Eins muss man aber sagen, dafür, dass er ja eigentlich ein Bettler ist, ist es schon erstaunlich, dass er hier in irgendeiner Wohnung wohnt. Das macht das Ganze noch verdächtiger.
Naja, ich werde weiter observieren und die Tür nicht aus dem Auge verlieren. Wir werden schon noch herausfinden, was er für schmutzige Geschäfte oder Geheimnisse hat. Rechts von uns ist nämlich ein echter Bettler. Der hat keine Wohnung, wo er sich zurückziehen kann, nachdem er ein bisschen Geschichten erzählen war auf dem Marktplatz. Der lebt das Leben komplett. Völlig zerlumpte Klamotten. Jammert die ganze Zeit darüber, wie sehr er leiden muss, warum er so viel leiden muss. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass hier besonders diese Biestrin unter Obdachlosigkeit leiden. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die werden hier vielleicht ein bisschen ausgegrenzt. Wäre jetzt, wenn man mal die Menschheit betrachtet, nicht so verwunderlich, wenn es plötzlich irgendwelche Katzenwesen gibt, die dann von dem einen oder anderen nicht so gern gesehen werden. Ich gehe irgendwie auch so ein bisschen davon aus, dass da noch irgendwie eine Quest in die Richtung geben wird. Bin gespannt. Da war ja auch schon dieser eine Zettel hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass die hier unter Diskriminierung leiden. Also ich bin gespannt, ob es da noch eine gute Quest gibt. Danke, Yamato. Ihr seid immer so lieb zu mir, die ganze Gruppe. Ständig kriegt ihr irgendwelche Sachen. Ständig gebt ihr mir irgendwelche Sachen, macht mir Geschenke, lobt mich. Ich bin so gern mit euch zusammen, ist unglaublich. Und ich hoffe, ich finde bald heraus, wie ich euch auch mal ein paar Geschenke machen kann. 1000 Jahre später stehen wir immer noch hier und beobachten seine Tür. Die stehen schon so lange rum, dass sie hier Gymnastikübungen machen. Meine armen Begleiter. So, es wird langsam hell. Das heißt, der Dude muss doch irgendwann mal jetzt aufstehen. Also er hat sich schon mal nicht nachts wieder rausgeschlichen, um noch irgendwelchen dubiosen Dingen nachzugehen. Er scheint immer noch in dieser Wohnung zu sitzen, außer er hat noch einen zweiten Ausgang und hat sich irgendwo anders rausgeschlichen. Dann raste ich aber aus, wenn wir das jetzt nicht mitbekommen haben. Ich stand jetzt hier bestimmt eine Viertelstunde rum. So, steh auf, du fauler Sack. Ein anderer Tag. Voller Arbeit wartet, richtig. Komm raus, mein Freund. Und zeig uns, was du so treibst. Ich habe mir übrigens eine Markierung gesetzt, falls ich irgendwie in Abwesenheit in sein Haus einbrechen soll, damit ich das Haus auch wiederfinde. Könnte vielleicht ja eine Möglichkeit sein, um Beweise zu schaffen oder so, während er auf dem Markt seine Rede hält. Ich weiß es nicht. Sicherheitshalber habe ich es mal gemacht. Ich versuche mitzudenken in diesem Spiel. Wahrscheinlich immer, wenn ich versuche, irgendwie mitzudenken und vorauszuplanen, ist es unrelevant. Und immer, wenn ich es nicht mache, brauche ich es. Ich sehe es schon kommen. Meine Güte, was macht er denn da so lange? Meine Güte, hat der Typ nicht eben gesagt, auf ihn wartet Arbeit? Was ist denn für ihn Arbeit? Im Bett rumliegen? Weile mit Weile? Wie man so schön sagt, den Spruch habe ich noch nie gehört. Aber okay. Sie weiß schon, wovon sie redet. Ja, ich wäre mir da nicht so sicher, Wache. Hier wohnt jemand, der hat was zu verbergen. Direkt vor deinen Augen werden hier Geschäfte getätigt und du merkst es nicht mal. Ich wünschte, ich könnte mich auch hinsetzen. Ja, Freya, ich weiß, wir haben jetzt durchgemacht, aber wir haben es bald geschafft. Also ich will mich ja nicht selbst beunruhigen, aber ich stehe jetzt hier schon ziemlich lange und jetzt passiert einfach nichts. Ich traue mich aber auch nicht wegzugehen. Jetzt habe ich ihn die ganze Zeit so lange beobachtet und nachher gehe ich jetzt weg und dann geht er 2 Sekunden später aus der Tür raus. Ah. Ich warte einfach mal weiter. Okay, ich sag's euch so wie es ist. Der ist abgehauen, ohne dass ich es gemerkt habe. Mädels? You wish me to return? At once, Master. Ihr bleibt jetzt da stehen. Ihr beobachtet diese Tür und ich laufe zum Marktplatz. Ich schaue jetzt, ob der Typ da ist. Der ist irgendwie entkommen. Sag's euch so, wie es ist. Und du sollst keinen guten View auf die Landscape haben, sondern auf die Tür, um zu gucken, ob der Typ da rauskommt. So, warte mal, wo geht's hier zum Marktplatz? Ich wette, der steht da. Ich wette, der hat uns verarscht. Take it easy today.
Ich wette, wehe, der steht da. Ich raste aus, ich sag's euch. Er steht da. Ich wusste es. Dieser Wichser. Er hat uns völlig verarscht. Dieser kleine Betrüger. Ich komme dir schon noch auf die Schliche. Scheiß habe ich für dich über. Ich habe dir schon mal Geld gegeben. Ja, ja, verpiss dich. Okay, wir müssen an dem Plan arbeiten. Zuerst muss ich wissen, wie man die Scheißtür aufbrechen kann. Als zweites muss ich das ganze Gebäude checken. Moment, Moment. Wir gehen hier hoch. So leicht kommt er mir nicht davon. Nee, hier sind wir falsch. Können wir bitte mal hier lang gehen? Okay, wir wissen, dass er gegen Abend nach Hause kommt. In die Tür reingeht. Und dann verliert sich die Spur. Weil er uns irgendwie abschüttelt mit fiesen, gemeinen, widerlichen Tricks. Oh Gott! Aua. Tut das weh? Es ging, ne? Okay, also, wir haben hier diesen Bereich. Können wir hier irgendwo reingehen? Können wir hier irgendwie nach oben gehen? Können wir hier irgendwas machen? Nein, wir können hier gar nichts machen. Okay. Da ist ein fucking Fenster, aber, Hato, wo kommst du denn her? Aber hier die Tür zum Beispiel bringt uns auch nicht weiter, weil wir hier auch keine Etage hoch können. Können wir hier irgendwo anders in diesen oberen Bereich rein? Hier vielleicht. Ist auch nur das Untergeschoss. Oh, halt, warte mal, ging es da weiter? Ja, aber nur ins Schlafzimmer. Verflucht. Da oben. Irgendwie müssen wir da oben hochkommen. Hab ich so die Hoffnung, Gefühl, dass uns das weiterhilft. Oder er kommt auf der anderen Seite raus. Hätte ich aber für fraglich. Kommen wir jetzt zufällig hier rein? Nee. Oben sind wir ja auch nicht reingekommen. Lass uns mal hier weitergehen. I heard a rumor that this land was once a kingdom of Beastrons. Fascinating. Ja, das ist in der Tat faszinierend. So, warte mal. Jetzt sind wir hier oben. Das könnte vielleicht helfen. Da ist aber auch zu. Der könnte vielleicht hier wieder raus sein. Bringt uns das hier weiter? Nee, nicht wirklich. Hier geht's wieder runter. Dann sind wir schon wieder hier. Ich will irgendwie da rein. Kann man da überhaupt irgendwie rein? Wir müssen hier aufs Dach. Ah, hier. Hier kommen wir irgendwo hin hoch. Wir verfolgen das Ganze mal. Hallo. Kleine Schatztruhe. Okay, wir gehen mal hier runter. Ja, könnte es. So. Da hinten ist das Haus. Da hinten irgendwo. Dann lass uns doch mal. Oh nein! Verflucht. Moment, wo war jetzt der Hochgang? Hier, ne? Wir müssen irgendwie auf das Dach schaffen. Also hier lang. Dann eventuell hier so runter. Oh Gott, nicht abstürzen. So, okay. Dann hier lang, das war schon richtig. Nein, nein, nein. Entschuldigung, Sir. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Wieder hoch. So, lass uns erstmal einen Überblick verschaffen. Also, na gut, von hier oben haben wir nicht so einen guten Überblick. Wir könnten auch probieren, da hinzukommen. Da hinten rüber. Oh Gott, vielleicht hier auch lang. So, lass uns mal hier versuchen, lang zu gehen. Könnte vielleicht besser klappen. Das ist nämlich nicht so steil. Da hinten ist das Gebiet. Mmh.
Okay, hier drauf. Perfekt. So, okay, jetzt sind wir hier bei dem Haus. Verbirgt er hier irgendwas auf der anderen Seite? Oha, da hinten ist vielleicht irgendwas. Können wir da nicht irgendwie drauf? Wie kommen wir da oben hin? Wir müssen auf die Mauer da oben. Irgendwie. Weiß nur nicht wie. Oh, nein. Gott sei Dank halte ich fest. Wir gehen mal hier dann zurück. Wir gehen mal hier hin. So richtig hilft mir das alles noch nicht weiter. What am I to do? Hail, friend. Have you a spare moment? Na klar. I have an eye for people and my instincts tell me you're of trustworthy ilk. So, so. I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week with no one slated to mind the house in my stead. Mhm. Fear not. I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning. I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Na klar. Sound appealing? Ja. Das nehmen wir an. Come on by and have a look-see. I've taken. Okay. Tiff, wo ist sie denn hingegangen jetzt? Gut, wir wechseln erstmal den Auftrag. Wir kümmern uns später um den Bettler. Na dann, let's fucking go. Ja, Marto. Ja gut, ist ja auf der Karte markiert, aber. Already, are we? You've come. Na klar. Glad to see you, friend. So, what say you? Would you care to live here in my absence? Why not? As I've said, you needn't worry about tending to the place. Ist jetzt zwar nichts Besonderes, aber besser als nichts. Friend, I knew I could count on you. I'll stop by again in a week's time, but till then, farewell. Okay. I'm so. All for camping, but solid walls are a joy that can't be beat. Bewohne die Unterkunft eine Woche lang. At no charge. What machen wir, machen wir, machen wir. That's just what I was thinking. Will ich aufs Lager zugreifen? Oh, nice. Nice, 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 nice. Dann können wir den nämlich mal einlagern hier, den ganzen Bums. Ist schon einiges wieder vergammelt. Kampfbogen. Wir können das mal, nee, das wollte ich gar nicht entnehmen. Kampfbogen, Kampfbogen, ja okay, das sind alles die Standard hochwertiger Kampfbogen. Nehmen wir mal. Hochwertige schlichte Dolche. Weltläufer, Beinkleidung. Oh, können wir uns mal anschauen. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Gut. Gegenstände kombinieren. Wie viel wir kombinieren? Trockenfisch. Oh ja, Trockenfisch ist immer gut. Können wir hieraus auch was machen? Dörrfleisch, okay, auch gut. Dann haben wir das mal verwertet. Trockenobst. Ja, machen wir auch mal ein bisschen Trockenobst raus. Gut, ist eigentlich auch egal. Abbrechen. Lass uns mal die Gegenstände von Dings anschauen. Beziehungsweise lass ihr mal die Gegenstände hier geben. Prayer. Prayer. Geben Prayer. Geben Prayer. So, sind die besser hier? Die sind theoretisch besser. Geben Player. Vielleicht ziehen wir sie aber ihr erstmal an. So, gib ihr mal das. Okay, der Bogen ist besser. Der ist auch besser.
Dann soll sie doch mal den ausrüsten. Nimm genau den hier ausrüsten. Die Klamotten sind auch besser. Ist allerdings die Frage. Kettenpanzer ist ein bisschen schwerer. Das Kram hier ist auch deutlich besser. Ausrüsten. Dann geben wir das mal an Odin zurück. Die Ringe hat sie noch gar keine. Odin. Odin, dann kann er das verkaufen. Okay. Wollen wir ihr eine Kettenrüstung geben? Ein bisschen die Frage. Was ist das eigentlich für eine Klamotte? Also nichts für ungut, aber die ist ja... Die hat ja einen Schlipper an. Also die hat die Beine und dann hören die plötzlich auf. Wie so Kniestrümpfe und dann hat sie nur einen Schlipper an. Interessant. Hat das irgendeinen Nachteil, wenn ich ihr das gebe? Bis auf, dass das schwerer ist. Ist für alle Klassen geeignet. Also eigentlich könnte ich ihr das geben, oder? Hat er deutlich mehr Schutz. Ausrüsten. Dann geben wir das mal Odin. Dann kann er das auch verkaufen. Okay. Wir könnten noch mal nach Ringen gucken. Die könnten wir eventuell ihr geben. Wir hatten ja noch ein paar über. Abwehr magische Dings. Und dann geben wir ihr den auch mal. Ausrüstung. So, hier. Ne, geben Freya. Geben Freya. Okay. Rechte Hand, linke Hand. Okay, perfekt. Gut. Dann geben Odin, Tierauge, geben Odin. Das kann sie eigentlich alles behalten. Gut, dann lass uns doch einfach mal ins Bettchen hier gehen, oder? Bis zum Abendruhen. Bis zum Abendruhen? Ja, I have no issue falling asleep, even at this time of day. Das freut mich. Dann gute Nacht. Schauen wir mal, ob Freya von irgendeiner Mission wiederkommt. Perfekt, ist sie. Zeig mal. Unförmiges Auge. Nehmen. Nehmen, nehmen, nehmen. So. Okay, abschließen. Einen neuen Vasallenauftrag. Jupp. Vasallenabzeichen. Wir nehmen immer noch den Dings. Nee, wir machen kein Gold. Wir machen Gegenstände. Das geben wir mal. Dornende Harmonie. Könnten wir ein Kupfererz ausgeben, oder? Können wir ein Kupfererz ausgeben? Ja, komm, Kupfererz, let's go. Oh, tis a relief to be home. Nighttime already. I thought was rather dark. Step. Dann können wir die Sachen noch kurz einlagern. So, hier. Okay. Hi. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. I hope you slept well. Na gut, dann lass uns mal verkaufen gehen und dann, beziehungsweise ich gehe ohne euch verkaufen. Ich beende die Folge an der Stelle schon mal. Wir müssen mal schauen, wie wir das mit dem Bettler regeln. Irgendwie muss man doch dahinter kommen können. Ja, mache ich mir mal Gedanken. Ansonsten verfolgen wir in der nächsten Folge erstmal eine andere Quest. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.
Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch ein Abo dalassen, falls ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Gerne auch noch die Glocke aktivieren. Und ja, ansonsten einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Oh, yes? I possess no ill intent, I assure you. I merely wished for a closer look at these bows. Those of other races differ so in design from our own, you see. I cannot deny I am curious about them. That's all 'tis, mind. Curiosity. And even if I did, it isn't as if I could purchase one. 'Twould be no matter how they fascinate me. 'Tisn't to be. Oh, wir können ihm den Bogen schenken. Können wir ihm mal hier so eingeben, den Jagdbogen? Let's go. You would simply give this to me? Na klar. Oh, that is most generous. I would gladly accept it. You have my gratitude. Fascinating. 'Tis not dissimilar from an elven bow in make, and yet 'tis unlike one in near every respect. Mm-hmm. Such as this bowstring. It looks quite the same, but the tension is altogether different. I suppose that comes from using different materials. Er hat sogar so einen richtigen Bogenschießhandschuh an. Why do you stare? Perhaps you find it absurd that I should marvel so at a bow not of elven make. Ein bisschen. I suppose I sought inspiration, for I confess I find myself rather lost. My aim has suffered of late, such that my wayward arrows simply would not strike true. The timing could not be more unwelcome, as my skill with a bow is to be put on trial anon. Sollen wir vielleicht für dich einspringen? Forgive me. I should not expect you to know of our ways. I speak of the trial of archery, a time-honored elven custom. Every elf undergoes this trial when they reach maturity. Till we succeed, we are not considered to have come of age. Interessant. I have been training most diligently, yet my skills ne'er seem to take shape. Indeed, I fear my aim has only worsened with each new failing. I grew so vexed with myself that I sought to learn a foreign form of archery rather than master my own people's. Okay. Thanks to you, I now have the means to do so. Though I dare say I shan't make any headway on my own, it might be just what I need to find my aim. Please, sir, you gifted me this bow. I only ask that many thanks. I'm indebted to you twofold. Sehr gerne. But this is no place to practice. Would you be so kind as to meet me by the ruins north of Trevo Mine? That's where I train, you see. I'll be able to concentrate on your display of bowmanship much better there. Oder verarscht er uns? Vielleicht ist es auch eine Falle, wer weiß. I do hope you'll join me. For now, I shall bid you farewell. Gut, dann wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge machen werden. Wir werden den Elfen besuchen. Und ja, ihm das Schießen beibringen. So, lass uns noch mal ganz kurz verkaufen. Your current vocation is ill-suited to wielding a bowmaster. I knew it to be so. Ja, wir werden das wechseln. Well met, kein Problem. How might I be of service? Ich möchte nur kurz ein bisschen was verkaufen. Gut, dass wir den Bogen gerade zufällig dabei hatten. So viel Glück muss man erstmal haben. Ja, lass mal den Unsinn hier auch verkaufen. Das können wir auch gleich mit wegballern. Das Schild würde ich eventuell gerne aufgeben wollen. So, sehr gut. Okay, naja, dann aber jetzt wirklich Verabschiedung. Vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.